Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ich präsentiere Jenny mit ihrer neuen Hitsingle How Far I Go. Bitte. Sie traut sich noch nicht zu singen. Aber es ist auch wirklich schwierig. Oh Gott, ist das laut in meinem Kopf. Echt, man bin ich in deinem Kopf? Naja, also technisch gesehen kommt das ja dann in meinem Kopf irgendwann an. In deinem Kopf ist es Alter, laut. ich habe mein Headset so laut geredet, ich habe mich wirklich erschrocken gerade. Ich weiß nicht mehr ganz, wo wir aufgehört haben. Das ist eine neue Session, die ihr hier vor euch habt. Die duftet noch, die dampft noch. Genau, wir haben nämlich letztes Mal, als wir eigentlich weiterspielen wollten, festgestellt, dass die Demo, die wir gespielt haben, einfach unendlich lang war. Von? Von Card Shark. Man muss es anders sagen. Card Shark. Card Shark. Ja, wir machen jetzt hier den. Und Warte es mal. fand ein fantastisches Spiel, finde ich. Ist da vorbei? Nee, das ist im Hintergrund. Wo ihr mal reinschauen solltet, könntet, dürft. Da kommt gleich was. Oh ja. Boom. Tauchen. Immer dieses. Halt, machst rein zum Tauchen. Nee, muss hier mal rein, mal zum Tauchen. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir jetzt einen Ticken nochmal spielen. Hast du nicht vorher geguckt? Ja, das sah alles gleich aus. Warte mal, abwärts ist so rum. Oh. Und der Geilste, die nach vorne fahren, das ist vielleicht nicht ganz so günstig. Volle Kraft zurück. Ne? Ah, hier ist auch irgendwas versteckt. Sind wir irgendwie. Haben wir noch. Doch, Was wir ist das? fahren. Das ist Wow, okay, jetzt haben wir es doch, glaube ich. Ja, da kommen wir jetzt hier. Ja, ein Von Lossos Schatz. wieder nach Da blinkt ein vorne. Schatz. Ja, der kann noch ein bisschen blinken, ist mir egal. Ich habe genug unten. Na, warte mal, jetzt fahren wir doch ein bisschen zu tief, Ja, glaube ich. schnell, 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 schnell. Ja. Gehen wir wieder auf Oh, stimmt, Mittelschiff. wir sind da durch irgendeinen Tunnel gefahren, ist das, oder? Ja, wir waren aber schon. Also ich weiß nicht, ob wir uns jetzt wiederholen, weil ich weiß, wir waren nirgendwo angelandet, deswegen ist es hier, glaube ich, relativ in Ordnung. Also ich weiß, die letzte Session begann mit der großen Wall. War das die letzte? Ja, Ja. wir waren letzte Session. Ja, das Oh war der shit, wir Anfang müssen der hoch. letzten Session. Oh Mann, das nervt mich wirklich in dem Spielchen. Wir müssen. Du hast was? Hast du mir nicht zugehört? Was habe ich? Das nervt mich ein bisschen in dem Spiel. Ich habe. Mann, dass das hier manchmal nicht so präzise ist. Also hier dieses, dass man da hinspringt. Ich springe ja wirklich jedes Mal an irgendeiner Scheiße vorbei. Das ist jetzt nicht zu Demonstrationszwecken gewesen. Ach Ja. so, nicht? Gluck, gluck, gluck. Okay. Ich glaube, wir können wieder Gas nach vorne. So, jetzt gebe ich mal Segel dazu. Es ist manchmal einfach ein bisschen unpräzise. Von der Steuerung her. Ich glaube, man darf aber auch eh nicht so gestresst sein. Nicht gestresst, aber dass ich jedes Mal dieser Scheiß. Kann man, sorry, kann die Leiter nicht einen halben Meter mehr zu mir geneigt sein? Please. Beziehungsweise ich sehe auch manchmal nicht so genau, wann ich den Interaktionspunkt quasi Oh, jetzt gefunden musst du habe. aufpassen, dass du nicht an die Wand da. Meinst du, die ist kritisch? Wahrscheinlich. Na, weiter vorne schon bestimmt. Mal so semi. Gleichzeitig ist unser Motor auch unten aus. Ich glaube, beides müsste wahrscheinlich mega schnell sein. Mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Ah, ne, wir waren schon voll. Oder da sehe ich doch, aber ich glaube, wir kommen irgendwo an, ne? Lohnt sich das noch jetzt? Jetzt Nee, ist. lass einfach ein bisschen Windkraft. Ich finde, wir können uns ja auch mal unterhalten. Hä? Hä? Ich habe dir wirklich seit Jahren schon nichts mehr zu sagen, Benny. Das ist voll gemein. Mann, oh. Wenn du das so sagst, dann fühle ich mich immer richtig schlecht. Ja, das fühlt sich auch gemein Wobei ich an. gemeine Sachen sage, heißt es ja noch nicht, dass Die auch die Wahrheit du sind? das auch noch outcallen musst. Guck mal, das sieht aus wie so ein angeketteter Mönch. Da hinten. Ja, neben dem Turm. Das sieht aus wie eine Statue. Sieht. Ja, es hat was irgendwie Lebendiges. Ja, hier ist noch so einer, guck. Glaube, wir landen jetzt hier irgendwo an. Ich verwechsel immer das rein und raus. So. Ich sehe gleich Ende. Hab gerade eben Mittag gegessen um 17:30 Stark. Uhr. Weil ich war heute mit meiner fantastischen ehemaligen Arbeitskollegin, Meine. Joschas aktuellen Arbeitskollegin, einer Plot der Twist. tollsten und coolsten und schönsten Frauen der Welt, spazieren. Und ein kleines Spaziergeh-Kaffee-Date und dann sind wir noch in einen Open-Air-Biergarten, weil es war gerade angekehrt. Ja, das ist halt.
was man so Anfang, ich sag Februar, aber wir haben schon Anfang März. Aber trotzdem, es ist eher Temperaturen wie. 2 Grad sind heute. Da kommen wir nicht drunter durch, oder? Nein. Kannst du nicht einfach nur. Nope. Ich gehe dagegen. Man muss, ja, ich habe gelernt, ich muss dagegen bomben. Ja, aber du musst doch den Haken abmachen, oder? Ja, weil du hast. Erst. Nee, aber ich so rum geht es jetzt auch bald. Ist der. Ach nee, jetzt ist es wieder. Ist jetzt drin oder nicht drin? Nee, der Haken ist doch jetzt abgekürzt. Ja, aber ich glaube, das Reinwumpsen muss ja echt immer den Haken erst abmachen. Naja, es ist halt. Ich glaube, ich werde dieses Spiel auch durchgespielt haben und nicht ganz genau verstanden haben, warum? Wie die Steuerung funktioniert. Naja, offensichtlich habe ich es bis jetzt noch nicht. Also, jetzt sind unsere Segel ziemlich kaputt. Ja, wir können sie ja schweißen. Und wir alle wissen ja, dass. Segel nicht brennen können. Dass Segel vor allem sehr schweißbar sind. Das ist ja auch. Sehr universell einsetzbar. Apropos schweißen. Habe ich mein Schweißgerät. Unten wahrscheinlich. Ja. Mehr so oder mehr so? Verstehe mir nicht ganz, woran ich erkenne. Jetzt geht die Fahne höher, ja. Ja, aber ob ich es auch ablesen könnte, quasi im Spiel selber. Wie der Wind quasi, aber ich glaube, der Wind, der sieht. Ah, steht, das wollte ich gar nicht. Egal. Zuckern wir so vor uns hin. Ich wollte nur das Schweißgerät ablegen. Ja, ich will den Motor gar nicht anwerfen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, es müsste jetzt mal wieder. Das sieht aus, als ob jetzt so eine Wand kommt, ne, gleich. Was kommen, ja, das habe ich vor 2 Minuten ja auch schon mal gesagt. Hast du ihr dein neues Tattoo gezeigt, Jenny? Habe ich. Wie bitte nochmal? Mein neues Tattoo hast gezeigt, also. Nee, weil es war ja eingepackt. Aber ich habe. Eingepackt. Ja, ein Bild gezeigt. Und. Jetzt kommt aber eine Wand hier, oder? Ja, wenn die Kamera schon so dreht. Ja, aber erzähl mal. Aber jetzt ist gerade ausgepackt und eingecremt und es sieht echt gut aus. Das ist mein erstes Tattoo und ich muss sagen, ich war überrascht, dass es weniger wehtut, als ich dachte beim Stechen. Ja, das ist so Guidance must through. Wie war das, die Tätowierer Experience? Oh, da ist eine Leiter da oben, oder? Dafür so eine. Das sieht so aus. Also ich würde es mal so sagen, es ist jetzt nicht irgendwie ein total schöner Schmerz. Es gibt ja Leute, die stehen auf sowas. So ist es nicht. Es hat schon ein bisschen gepiekt und so, aber an und für sich, außer am Innenarm, wo ganz weit innen, zum Körper hin, da war es empfindlicher, aber sonst ging es mir eigentlich relativ gut. Wie lange hat das gedauert? 1 Stunde. Es geht auch noch. Also viele, die Tattoos von euch haben, werden sagen, ah, 1 Stunde. Das ist ja gar nichts. Aber, genau, also 1 Stunde reines Stechen. Und dann gab es natürlich Vorgespräch, Nachgespräch. Da reinstechen. Wo ist denn da? Linker Oberarm. Auf der. Eher so, also wenn man frontal auf meinen Arm guckt, sieht man es auch frontal. Also so in der Mitte ist es quasi vom Arm. Geht aber in beide Richtungen, ist es ein Kreis. Also es ist etwas in einem Kreis. Und das ist windig, Jenny. Aber auch sticht auch aus dem Kreis hinaus. Nächstes Mal, irgendwann machen wir ja hier mal ein Spiel mit Bild, dann seht ihr es. Spiel mit Bild. Mit Webcam, würde ich sagen. Oh, du kannst dich da festhalten. Dann wirst du nicht weggeweht. Das ist die Idee. Rennen. Ja, ich muss jetzt quasi die Phasen abwarten. Ja. Rennen. Halten. Ja, jetzt werden wir hier so rumstehen. Da guckst du dir mein Tattoo an, oder? Ne, ich weiß ja, wie dein Tattoo aussieht, wie ein Todesstern. Man kann sehr viel darin entdecken. Man kann einen Sonnenuntergang darin sehen, man kann einen Todesstern darin sehen, man kann sogar einen kleinen Pac-Man entdecken, wenn man möchte. Ist der Witz jetzt vorbei? Warte, jetzt, oder? Ja, dabei ist es eigentlich ein Outline-Tattoo, also es ist ein Strand, man sieht das Meer im Hintergrund. Oh, shit, so close! Aber halt dich fest dann da hinten. Halt dich. Festhalten! Keine Chance gehabt. Okay. Ich habe sofort gedrückt. Ich glaube dir. Ich muss, okay, sobald die dicken Linien, okay, ich war. Okay, dicke Linien sind schlimm. Dass ich immer zwei Steps hätte schaffen können. Ich glaube, es gibt eh nur zwei. Und jetzt dann kommt er, Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Sobald ich die dicken Linien wechseln, glaube ich, können wir. Und jetzt.
Rennen, rennen, rennen. Und festhalten. Ja, okay, nur bis da. So. Das hat jetzt ist, ich habe gerade Gondor-Vibes. Die Helm ist klamm. So ein bisschen hier. Aber Gondor ist. Ja, aber die. Ja, ich weiß, aber. Ich habe auch Gondor gesagt, ich meinte nicht Gondor. Ja, danke, das hat. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich bin. Das ist eine Glocke hier. Ach, guck mal, der ist ja. Aber trotzdem denke ich an die Schlacht von Helms Klamm, auch weil diese. Die werfen doch dann später diese Teile, wo die Leitern dran sind. Die Uruk-hais und Orks. Mhm. Die sich so rumklappen. Wow. Da komme ich noch weiter runter, aber ich dachte, ich kann hier schon irgendwas. Ah, okay, da komme ich also nicht einfach wieder hoch. Gut zu wissen. Und springen. Was macht das? Ach, der ist, wir Wind. Haben wieder einen Schlauch. Okay, alles klar. Wir haben unten Kessel, was zum Anheizen. Genau, ein Kessel und ein Schlauch, um hoch und runter zu gehen damit wahrscheinlich. Das scheint auch so im Kreis sich zu bewegen. Das ist da ganz unten. Was wollen wir? Ich will mich erstmal umgucken, bevor ich irgendwas mache. Ja, in der Mitte ist so ein Ofen zum An. Oh, jetzt bist du wieder ganz unten. Ah, du kommst aber links. Da hoch. Ist so ein. Ah ja, zieh mal die Kiste. Das ist was. Oder die Kiste ist dafür, dass, falls man ins Wasser fällt, oder? Dass man wieder hochkommt. Ja, maybe, ja. Gucken uns das erstmal. Ich glaube, also Ziel ist wahrscheinlich, das Ding hier aufzumachen oder so? Ja, es ist so ein Drehmechanismus diesmal. Was macht das hier? Es ist einfach nur. Drücken, passiert nichts. Okay. Ich glaube, wir heizen mal den Kessel ein. Aber da ist auch irgendwas. Stopp, über dir gibt es noch einen Schalter jetzt. Nee. Über mir? Achso, hier. Der hier. Ja. Das ist. Ah, da läuft dann irgendwas. Das Ding ist, der Kessel hat noch gar kein Feuer. Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Aha, das ist ein Greifer. Ah, da kann man Gegenstände ran. Kommt von hinten ran. Ich habe aber noch kein Zeug gesehen, was ich verfeuern könnte. Weil hier müsste ich doch normalerweise, würde ich hier, glaube ich, was hinstellen. Ja, vielleicht gibt es im Wasser was. Oder du feuerst mit Wasserkraft. Kannst ja mal tauchen. Ah ja. Aha, smart. Okay, und die hole ich jetzt hoch. Ja. Natürlich. Okay, dann kann ich die gleich verarbeiten. Es wäre auch seltsam, dass es da eine Kiste gibt, die man nicht braucht. Obwohl das trotzdem logisch wäre, falls man halt ins Wasser fällt. Naja, aber die. Können mehrere Sachen allein zu machen oder. Nee, es ist einfach gar nicht dran. Hier geblieben. Hier! Das meine ich mit, das ist manchmal nicht so präzise. Mhm. Tschu! Oh. Aber ich habe mich wacker geschlagen. Warst du ein tapferes Mädchen? Ja, ja, klar. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Die einzige Person, die nichts Positives bisher geschrieben hat, ist meine Mama, natürlich. Meine Mama hat gesagt, oh, ist ganz schön groß. Na? Und dann habe ich gesagt, ja, aber kleiner sah es echt verloren aus auf dem Oberarm. Und dann hat sie gesagt, naja, solange es dir gefällt. Da dachte ich, okay, das impliziert, dass es ihr nicht gefällt. Vielen Dank dafür. Deine Mama findet es hässlich? Naja, hässlich glaube ich nicht. Ist nicht ihr Geschmack. Ist nicht ihr Tattoos glaub, allgemein ist überhaupt. Ist dann vielleicht, wollte ich gerade sagen, ist dann eher so eine Grundsatzfrage. So, hier war der Drehdinger, ne? Jetzt müssten wir hier Futter kriegen. Wenn wir uns nicht getäuscht haben. Aber nein, es ist. Absolut. Ah, okay, er macht es automatisch oben rein. So. Stopp, bevor du es jetzt anheizt, guck, wozu brauchen wir das Wasserding? Das wissen wir noch nicht. Gucken mal, was passiert, wenn ich ihn jetzt anmache. Ja, mach mal. Wir haben ja ein paar Tries dann. Okay, es bewegt sich was. Wo könnten wir jetzt reinheizen? Ja, da links ist irgendwie was. Upsala. Oder unten ist auch noch ein Knopf. Aber an den komme ich ja gar nicht ran. An den kommst du erst ran, wenn sich der Wasserstand ändert. Aber. How? Ja, das Wasser oben muss ja noch was machen. Ja, ja, aber wo soll ich den Schlauch reinballern? Ist einfach hier so ein bisschen in der Gegend oben. Ah, man kann die Engine kühlen, ist auch nett. Aber es hilft mir alles genau gar nicht gerade. Wie weit kann man den denn mitnehmen? Die haben schon Range, glaube ich, aber. Außer ich könnte jetzt den Motor ausmachen. Also, der hier sagt ja nur,
was es tut, ne? Okay. Aber was ist Wind? Kannst du was mit Wind machen? Das ist ja immer Ansaugen. Ach so, Ansaugen, ne? Stimmt. Damit war ja. Ja, man kann ja kein Wasser hochsaugen, oder? Ich kann es ja nirgendwo ranploppen bisher. Also der Knopf hier über mir feuert den an. Der Knopf unter mir legt Stuff nach von unten. Den hier haben wir noch nicht verstanden, den ganz unten. Kann ich auch nicht mit interagieren. Ist ja irgendwie der Mechanismus dann. Ja. Und dann da nochmal drunter den Knopf, verstehe ich noch nicht. So, und hier links dahin komme ich aber doch auch. Naja, theoretisch, wenn sich das dreht oder hoch und runter fährt, dann kannst du irgendwann von woanders dran kommen. Kannst du Wasser einsaugen von ganz unten? Nee, ne? Aber ich habe doch oben auch schon Wasser rausspritzen können. Ja, ja, aber was weiß ich, warum man das machen sollte? Und höher klettern ging ja jetzt nicht mehr, ne? Der sagte, glaube ich, hier, das war jetzt ein so ein Teil war offen. Komme ich auch nur hier hin? Aua. Ich guck nur mal, ob ich jetzt nicht irgendwas verpasst habe. Oder weil hier unten war echt nur das. Ich glaube, hier spawnt auch immer was Neues. Naja, damit, falls man es lange nicht rausfindet, klar. So wie ich. Und ich. Team. Okay, das heißt, wir haken mal ab. Uppala. Da kommen wir nicht weiter. Wie schwer kann das sein? Nimm halt einfach den Schlauch mit und probier rum. Also das ist ja auch nicht... Kann ich mit dem Schlauch das da an? Aber der hat ja mich auch hingesprungen, oder? Nee, du kannst ihn vielleicht abschießen. Mit dem Wasser. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich... Warum nicht? Guck mal, ob das theoretisch gibt, bevor ich hier wieder anheize. Deswegen auch Wasser packen. Wassermarsch. Aha. Ich komme nicht. Also, komme. Ich. Ah, okay, wenn ich springe, verliere ich den Schlauch. Mhm. Ich könnte es aber. Das erste Mal, dass ich richtig lost bin, ne? Das ist ja. Ja, das ist jetzt Bullshit. Ja, das ist so nicht gemeint. Okay, es ist so nicht gemeint. Da komme ich auch nicht hin. Huhu, guter Sprung. Oder? Nee, das kann nee, man auch... soll mit dem Wasser irgendwas Offensichtliches machen. Ja, so. Bisher war das ja nie so schwer, also... Total offensichtlich bis hierhin. Aber den Motor ans Laufen zu bringen, hab's ja auch überhaupt nichts gebracht. Ja, weil wir irgendwas mit dem Wasser noch machen müssen. Und hier ist jetzt auch nicht so, dass ich muss da kann... Mit X ist ja normale Interaktion. Naja. Man und ich drücke ja dagegen, da passiert nichts. Ich glaube, dieser Mechanismus muss ja irgendwie angeheizt werden. Ja, und da, weil das. Diese Zeichnung, die sagt mir jetzt auch nichts, ehrlich gesagt. Nö, das ist einfach dieser. Aber warum sollte ich jetzt. Hier, der tut ja auch jetzt erstmal nichts, ich heiz nochmal ein. Um zu verstehen, was der vielleicht macht. Jetzt dreht der sich. Aber das wird ja in nichts übersetzt. Das ist ja dann nirgendwo. Sehr was passiert, wenn wir da jetzt einfach Wasser raufhauen? Dann kühlt es aus. Nur, ne? Ja. Ich meine, nicht aufs Feuer. Das hier, das macht keinen Unterschied. Wo könnten wir dann sonst Wasser reinhauen? Oder also halt hier Wind. Lässt er mich auch nicht weitergehen mit dem Schlauch, das ist auch komisch. Also er will mich nicht hier langlaufen lassen mit dem Schlauch, das sagt mir aber auch was. Ja. Das heißt, weil ich darf hier schon hin, ich kann hier hinlaufen, aber nicht mit dem Schlauch in der Hand. Das heißt, ich muss Ausschlussprinzip, das Spiel möchte, dass ich also hier hingehe mit dem Schlauch. Und dann ist es aber so komisch gemacht, dass du halt den Schlauch und die Treppe ist halt auch irgendwie nicht gut. Vielleicht sollst du was miteinander zu vereinen. Du noch machen. Ansaugen macht ja keinen Sinn. Du kannst kein Wasser ansaugen von ganz unten, das mal. Wieso solltest du? Und Feuer einsaugen kann man auch nicht. Bring den jetzt mal hier den Overdrive. Hallo? Das dauert noch ein bisschen. Ah, da unten kommt was. Ich heiz den jetzt mal auf. Vielleicht muss ich den richtig hochheizen und von oben dann kühlen oder so. Jetzt ballern wir jetzt den mal voll.
Ich mache den jetzt wirklich in Overdrive und kühle aber von oben. Ja. Weil ich mir einbilde, dass es vielleicht irgendwas bringt. Ah ja! Ja, guck mal, ja. Passiert was. Und jetzt muss ich kühlen. Damit das hier nicht overheated, oder? Hallo? Bringt das irgendwas? Vielleicht musst du dann da unten den Shadow drücken. Gehen wir nochmal. Nein, stopp, du bist schon zu lahm. Ich glaube, du musst es dann drücken, wenn es. Dann, wenn er richtig hochgeheizt ist. Mhm. Aber wofür brauche ich dann das Wasser? Ist das wirklich zum Kühlen? Weiß ich nicht. Also, sobald hier die Funken fliegen, jetzt gleich nochmal runter? Ja. Macht gar nichts. Ja, wir sind dem aber schon näher gekommen. Da passiert da unten was? Ist da irgendwie eine Inter- Nee, da sieht man nur, dass dieses Teil angehöpft wird. Ah, guck mal, da läuft so eine Leiste. Das füllt sich, ja, okay, wir müssen das füllen. Okay, wir müssen das komplett füllen. Und das füllt sich aber nur, wenn er wirklich im Overdrive läuft, ne? Ja. Und zwischendurch muss ich kühlen. Genau. Das heißt, hier pumpen und oben gegenarbeiten. Ja, wenn es zu voll wird. Jetzt kühle ich kurz. Genau, jetzt und pump wieder. Ja. Hasse das, ich hasse es. Alles gut. Jetzt müsste es eigentlich was tun. Geht es, es bewegt sich noch weiter. Es geht ja, jetzt es dann noch hin, muss echt hier nochmal kühlen. Weiter. Ja, jetzt ist das Teil draußen. Okay, nice, jetzt gehe ich runter. Alles klar, okay. Okay, war nicht ganz eindeutig für mich, aber... Hui! Jetzt dreht sich alles, wie ich gesagt habe, und dann kannst du auf der anderen Seite nämlich an den Hebel. Yes, ich hatte recht. Wir kommen in der Gegenteilwelt. Okay, 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 okay. Ja, okay, das Spiel hat einem das so ein bisschen dadurch durch die eigenen Limitierungen vermittelt, was man dann tun kann oder tun muss. Ne? Das dadurch, dass der Wasser... Aber war da nicht unten noch ein Schalter jetzt, an den du vorher nicht rankamst? Naja, ich kam in dieses Innere nicht rein, ne? Kommst an den da nicht ran? Ah, ja, 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 du hast vollkommen recht. Was macht er denn jetzt hier? Ah, okay, er bringt mich jetzt. Ah, jetzt kannst du die Kapsel dir nämlich holen. Ah, und jetzt musst du sie hochangeln. War da ein Angler? Naja, du hast ja deinen eigenen. Aber mein Schiff ist doch komplett woanders. Dann irgendwie anders, aber irgendwie aber geht ja, das auf jeden jetzt Fall. Will ich, genau, jetzt haben wir es einmal gedreht, jetzt gehen wir hoch. Ich sehe nicht genau, wo ich... Naja. Aber warte mal, jetzt bin ich doch nach wie vor da. Nicht... Da! Oh, Achtung! Da komme ich nicht ran. Kommt da auch jetzt gerade nicht ohne weiteres wieder hoch. Da ist ein Haken, oder? Vor dir? Bei dir ist es nicht. Ja, aber das ist nicht... Au. Okay, wir wollen... Ich glaube, unten ist nichts mehr, glaube ich, oder? Da unten ist nur noch auch ein Knopf. Keine Ahnung, ja, was der ist. Das ist jetzt quasi das, womit wir... Das ist ja der... Das ist der Heizer hier. Ach stimmt, das steht auf dem Kopf. Okay, jetzt gilt es, das Ding irgendwie hoch zu angeln. Hast du vollkommen... recht mit. Ich glaube, da oben war auch sowas wie ein Haken. Ja, aber die sind ja immer blaue Sachen, mit denen ich interagieren kann. Ey, das soll, das sieht man hier nicht. Mal hier jetzt drauf zu springen, na ja, wobei vielleicht. Ah, okay. Aber das sind, die kannst du wahrscheinlich nicht als Haken nehmen. Die kann man nicht benutzen. Das sind, ja, die gehen ja nur andersrum hoch. Und die würden jetzt runterfahren. Hier aber. Da kannst du links rauf springen. Hier die ganze Ja, da, stopp. Ah. Dann springen wir eins, ja. Siehst du, das ist ein Haken. Nur hinfahren und dann. Was macht der? Naja, du, da ist ein Haken, da ist ja. Dann gehst du runter mit dem. Andersrum. Doch gesagt, das ist ein Haken. Ach so. Wieso hast du denn von nicht auf mich gehört, als ich das gesagt habe? Ich hab nicht verstanden, was du meintest und mit welchen, von welchem Haken du sprachst. Ich habe irgendwas sonst anderes gesehen, ehrlich gesagt. Connected? Ja. Aber fragst mich dann auch nicht, sondern sagst nee und gehst wieder.
Ja, du, Jenny, du hast hunderte Videos mit mir mittlerweile aufgenommen. Ist halt schon deine Schuld, dass du nicht lernst, dass ich manchmal unfähig bin. So, und jetzt fährst du weiter. Yes. Okay. Und ein bisschen Rückenwind vielleicht? Jetzt ist der Wind plötzlich weg. Aha, sehr gut, danke. Danke. Das ist geil. Ich mag. Das Spiel ist wirklich sehr bunt. Kleine Dreisine. Bist du mal Dreisine oder drei, ja. Ne? Nicht drei. Dreisine gefahren? Ja, kann man doch in Brandenburg selbst. Ja, aber bist du es mal? Ja. Gutes Gespräch. Ich gucke gerade nur, ob das klappt. Ich war leider sehr. Yes. So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder mehr Power und können uns da durchballern. Hinterher. Ist hier noch was? Das ist doch hier auch noch. Nee, geht so aus wie Dings, was ich runterwerfen könnte. Und oh, bumm, tot. Rabimmel, rabammel, rabum. Ja, jetzt, so, rein, jetzt mit der, rein mit dem Ding erst noch die Batterie rein, vorne. Ah ja. Ich vergesse immer, dass man da ja nochmal. Aber im Moment hast du mir diesmal nicht widersprochen. Mann! Ach, ich meine. Dann dreht sich das schön. Wie viel haben wir? Sind da noch leere Batzer drin? Ne? Oh, was kommt jetzt? Kommt jetzt der Fusionsstrahler? Der Lasercutter vielleicht. Ja, genau sowas. Ah, ja, der hat auch Energie. Der will auch Energie aus dem Ofen. Nehmen wir gleich mal mit. Wahrscheinlich müssen wir den aber auch jetzt. Okay, warte mal. Wir gucken uns das mal an. Der hat auch so eine Linie gehabt, wie das unten. Was passiert denn, wenn ich. Okay, der will. Der braucht halt Energie. Mhm. Mach mal. Weiter. Der braucht auch diese blaue Energie. Ah, und deswegen ist der Bereich auch blau, weil ab da kriegst du erst Fusionsenergie. Und jetzt, das heißt, ich muss jetzt steigt da gleich so ein Ding wieder. Ich muss jetzt wahrscheinlich gehen. Ja, da siehst du. Und weiter Fusion. Weiter. Bisschen managen hier. Fusion! Komm her. Und los ist es. Zu viele Dinge, die man gleichzeitig andatschen kann. Ah, jetzt kann ich drücken, glaube ich, ne? Oder sind wir schon da? Ich glaube, wir sind da. Ja. Mann! Und drück. Ich hab mir was Spektakuläres erwartet. Ich dachte eigentlich auch, wir cutten das. Fahren einfach durch, Alter. Boom. Oh, wir sind aber jetzt im echten Warp Drive hier angekommen. Alter! Oh, wir waren kurz im Überschallbereich. Für das bloße Auge kaum noch zu erkennen, wie schnell sich dieses Schiff fortbewegt hat. Mann, ich hab hier so viel Stuff an Deck liegen. Oh, wir sind mal wieder auf offenem Wasser. Auf offener See. Den haben wir auch gespeichert. Wollen wir mal zeigen, ne? Wir haben. Ich muss mein Gesicht ins Handy halten. Oh, 30 Minuten sind rum. Okay, dann. Oh, in den Sonnenuntergang fahren wir. Aber das war ja. Gefühlt war das jetzt nicht so viel. Guck noch, wo wir ankommen. Wir machen ja in der Session, das ist auch nicht so wichtig, ob wir jetzt. Speicherpunkt technisch unterwegs sind. Ich gebe mich jetzt mal richtig Gas hier. Boah. Nein! Oh, weil ich kritisieren kann. Alles geplant. Auf offener See muss man sich auch nicht mehr irgendwie Gedanken drum machen. Hast du jetzt hier Overdrive? Boah, mich. Overdrive? Nee, ich mache aber zumindest Segel plus. Derweil mal hier unser ganzes Gedöns wieder verarbeiten.
Willst du nicht noch mehr Tattoos haben, Danny? Ja. Bist du jetzt schon auf den Geschmack gekommen? Also ich wollte so oder so ja noch... Ich versuche ja Tattoos zu haben, die mich so an meine Reisen und Wanderungen erinnern. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Tattoo mit Bergen. Und eigentlich bräuchte ich auch eins mit einer Schildkröte oder so. Wegen den Galapagos. Mhm. Das war ja... Obwohl ich wahrscheinlich, auch wenn ich keinen Buckelwal gesehen habe und nur Orcas, in der Zeit eigentlich... Würde das auch gut passen, weil vor der Küste vor Ecuador paaren die sich auch immer. Da fragt ja am Ende keiner mehr nach, ob du dir wirklich gesehen hast oder ob es jetzt ein Buckelwal oder ein Orca war. Ich habe auch andere Wale da gesehen. Oh, Jenny, wir haben so viel Gas hier drauf. Ich hab Spaß. Sternenhimmel. In den Sternenhimmel. Ich geb Gas. In den, ihr wisst schon. Was ich die ganze Zeit gähnen. Ja, ist das so langweilig hier mit mir, oder? Nee. Was ist... Oh, geh unter Deck, unter Wasser, schnell, sind das Quallen? Oh, what a moment. Jellyfische. Ich weiß nicht, wer von euch Elden Ring spielt, aber der beste Begleiter ist der Jelly. Aber wir machen jetzt keinen Elden Ring. Kommentarfenster hier auf, was? Achso, ich hab keinen Nachschub. Nee, ich hab mal. Hä? War ich grad doof? Ich glaube, ich war einfach nur doof. Jetzt hab ich unnütz nachgelegt. Das war ein bisschen. Schade. Oh, wir machen richtig Meter hier. Aber das finde ich tatsächlich geil einfach von dem Spiel, dass es sagt so, ja, jetzt. Für die nächsten 5 Minuten ist das ja dein Game. Ja, hättest du auch unter Wasser fahren können, aber über Wasser finde ich es auch sehr romantisch. Wir können ja immer unter Wasser gucken gehen. Aber die Quallos sind weg. Qualle ist ein schönes Wort. Hier ist ja noch mehr Zeug. Von meinen ganzen Errungenschaften. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Spiritfarer, wenn man zwischendurch so... Ja. Spiritfarer ist halt ein bisschen relaxter im Sinne von... Die Art und Weise, wie du das Schiff fährst, ist halt... Du drückst halt los. Ja, aber es wäre ja hier auch mal... Wenn du da, bitte lauf immer erst nach rechts. Ich dachte gerade, wenn er jetzt noch einmal runterfällt, krieg ich nicht. Dann nimmt sie mir das Gamepad weg. Oh, Eismeer. Oh. Das wird wieder hell. Oh, Eisberg voraus jetzt, oder was? Wir sind die ganze Nacht gefahren. Ich muss bei diesen Rudern, die wir da haben... Oh, die Kamera macht was. Das ist halt immer was von so einer Galeere, ne? Mhm. Die dann so rudert. Und ich hab da immer die alten Asterix-Filme im Kopf. Ja, ich auch. Sorry. Ja, es ist kalt hier, ne? Auch der Husten so ein bisschen durch. Oh, wir sind aber langsam wieder. Interessant, ist das hier ein Zeppelin? Mhm, sah so aus, ne? Was Zeppelin hier. Ach. Sorry da oben, sorry. Oh Gott. Ja, Achtung! Was denn? Können wir wegschieben, das ist da. Das haben wir schon weggeschoben, weil wir so viel. Nicht mehr hingeguckt. Da war eine Boje am Weg. Ach, Boje! Ist mir doch von der Boje. Oh je. Nee. Wow. Was macht der hier eigentlich? Hast du eigentlich auf F12 deinen Screenshot? Taste? Ich würde jetzt keine Taste drücken, weil ich nicht weiß, was. Möglicherweise Bandicam-Tasten sind, die irgendwas machen. Oh. Aber Danny, du hast das große Glück, dass wir das ja als ein Video aufnehmen. Ja, das vergessen wir dann aber immer. Oder ich den Moment, den musst du mir dann raussuchen. Aber ist es wirklich ein so schöner Moment, wenn du ihn wirklich dann vergisst? War es das dann wirklich, Danny? Was ist hier? Was hast du denn da reingeschoben? Weiß ich nicht. Da war ein Nöps sicher drauf gedrückt. Warum raucht denn hier schon wieder alles? Wo ist mein, da ist mein Schweißgerät. Mach ich nur noch einen Schweißer. Ja, weil du immer den Ofen kaputt machst. Ja, warum ist der denn hier kaputt? Das war ich ja wirklich nicht. Nö. Das ist ein Stück weit außer meiner Verantwortung gewesen. Hm. Sehe ich mich nicht für zuständig. Krass, wie weit ist es, ne? Total geil. Geh mal nochmal unter Wasser gucken. Oh, wo werden wir das hin? Na, mal gucken unter Wasser.
um nicht zu sagen, fahren wir rückwärts? Wir treiben ab, obwohl wir segelgut. So, müssen wir unter Wasser fahren? Ja, oder war der Wind voll gegen uns? Ja. Okay, wieder. Dann, nächste Folge, tauchen wir ab. Denn der Wind ist zu stark. Für uns und unsere süße kleine, wie heißt die Maus nochmal? Hoppetosse. Okay. In dieser Folge Hoppetosse. Oder Fuck You Russian Warboat Boat 2. Hä, das heißt, keiner hat was geschrieben? Nee. Flying Dutchman. Nee. Sag ich aber jetzt. Ja, du kannst das Schiff nennen, wie du möchtest. Tschüss. Tschüss.